물을 이용한 치료법도 독일에서는 널리 활용되는 방식입니다. 일명 크나이프 요법. 현재 독일에서는 전국에 64개의 크나이프 휴양지가 있습니다. Einer der Basisbausteine der Kneippschen Therapie ist heute dieses Kneippsche Wassertrittbecken, in dem unsere Patienten erst das kalte Wasser nutzen, dann übergehen ins warme Wasser, dann wieder ins kalte Wasser. Und durch diesen Wechselreiz wird die Durchblutung gefördert und der gesamte Kreislauf harmonisiert. 100여 년 전 시작된 크나이프 요법은 독일의 크나이프가 창안한 것으로 냉수욕, 냉수마찰, 식이요법, 산책 등을 조합시켜 몸과 마음을 치유하는 방법입니다. Man kann so nicht sagen, dass die Kneippsche Therapie nur für ein bestimmtes Krankheitsbild gilt, sondern man kann die Kneippsche Therapie für Erkrankungen des Bewegungsapparates aus dem rheumatischen Formenkreis und natürlich auch aus Herz-Kreislauf sich zur Stabilisierung und Kreislaufverbesserung durchführen. 막연히 서양 사람들에게는 생소할 것이라고 생각했던 대체의학. 그러나 그들의 삶을 가만히 들여다보면 꼭 그렇지만은 않습니다. 알베사암 산맥 중심부에 위치한 바크샨다우 온천마을을 찾았습니다. 놀라운 것은 이곳에서의 체제비가 보험으로 지불된다는 건데요. Machen Gymnastik hier. Gymnastik. Ja. Im Wasser. Ja. Krankenkasse. 물론 보험 적용을 받기 위해서는 치유 목적의 휴양 활동이라는 것을 증명해야 하지만 4년에 한 번 3주간의 보양을 하는 것은 모두 보험으로 처리된다는 겁니다. Bad Lausick ist ein Kurort in Sachsen. Und zwar werden bei uns seit dem Jahr 1821 Kuren durchgeführt. Die Entdeckung der Heilquelle war zufällig beim Abbau von Braunkohle. Man hat Wasser gefunden und gemerkt, das ist ein besonderes Wasser. Es hilft gut bei Rheuma, bei Gicht, bei anderen Krankheiten, wenn man drin badet, wenn man von diesem Wasser trinkt. Und weil das so gut geholfen hat, war das Anlass, in dieser Stadt ein Kurbad zu